Im Mittelgewicht starten 26 Mann. 135 Kilogramm Reißen, Wenzel aus der Deutschen Demokratischen Republik. Pacsako aus Ungarn. Kilogramm Michailov aus der Sowjetunion. Hekel, Tschechoslowakei. Hekel bessert aus. Europameister Kolev aus Bulgarien, 140 Kilogramm. Wenzel. Kilogramm sind eine unüberwindbare Hürde. Auch für Trabulsi aus dem Libanon, der noch vor 6 Monaten den Weltrekord mit 150 Kilogramm hielt. Erster Versuch. Michailov, zweiter Versuch. Trabulsi, zweiter Versuch. Hekel, dritter Versuch. Letzter Versuch von Michailov. Thank you.
Schließlich steigt Trapulsi mit einem Totalversager aus. Nur ein Mann beherrscht in perfekter Technik das Gewicht. Der Bulgare Kolev. Zweiter Versuch, 145 Kilogramm. Dritter Versuch, 147,5 Kilogramm. Trapulsi kann es nicht lassen. Trotz seines Totalversagers im Reißen setzt er den Wettkampf fort. Erster Versuch, 170 Kilogramm. Wenzel, Deutsche Demokratische Republik. Die Serie der Fehlversuche geht weiter. Sechs Athleten scheiden durch Totalversager im Stoßen aus. Dazu zählt auch der Perser Chalaya. Für Trapulsi gibt es in dieser Übung den zweiten Umfaller. Drei Versuche im Reißen, drei Fehlversuche im Stoßen, außer Spesen nichts gewesen. Auch der Russe Michailow kann mit seiner Arbeit nicht sehr zufrieden sein. Erster Versuch, 175 Kilogramm. Ungültig. Ähnlich verläuft es für den Amerikaner Lowe. Auch er ist schon beim Reißen mit drei Fehlversuchen auf der Strecke geblieben. Zweiter Versuch von Wenzel aus der Deutschen Demokratischen Republik. Zweiter Versuch von Stark aus Ungarn. Zweiter Versuch von Michailow. Thank you.
sowjetische Sportler spaziert am Rande eines Totalversagers. Paczako aus Ungarn. Ihm wurde wenigstens der erste Versuch mit 167,5 Kilogramm geschrieben. Michailow tritt zum letzten Versuch an. Diesmal gelingt der Versuch, doch Medaillen sind in weite Ferne gerückt. Der Bulgare Kolev startet seine Arbeit mit 177,5 Kilogramm. Der Amerikaner Lowe hasardiert weiter. Er setzt alles auf eine Karte und will mit 177,5 Kilogramm in den Medaillenbereich kommen. Letzter Versuch von Wenzel. Mit einer gültigen Probe würde er in der Zweikampfwertung den zweiten Platz übernehmen. Der DDR-Athlet kann zufrieden sein. Silber im Reißen, Silber im Zweikampf. Ob es auch zur Silbermedaille im Stoßen reicht, hängt von Stark aus Ungarn ab. Er ist leichter als Wenzel und könnte sich mit einer gültigen Probe auf 177,5 Kilogramm vor dem DDR-Athleten platzieren. Stark ist Zweiter im Stoßen und Dritter im Zweikampf. Für die nächste Steigerung ist nur mehr der Bulgare Kolev vorgesehen. Er hat sich für seinen zweiten Versuch 190 Kilogramm auflegen lassen. Das wäre Weltrekord. Noch ein